Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei LS 2013 und einer weiteren Mod-Vorstellung. Ja, wir haben hier den Case 600, also das Standardfahrzeug. Und ja, in Australien-Look. Man sieht so an der. Ja, auch in den Skin halt. Was mich hier schon gleich mal von Anfang an stört, ist die Fronthydraulik ist weiß. Weißen Tubulator gewollt, ist auch die Kettenantriebe sind weiß. Das werden wir dann in der Lok sehen, ob das Fehler sind oder nicht. Auch hier oben die Rundumleuchte ist weiß, aber vielleicht ist es ja so gewollt, nur keine voreiligen Schlüsse ziehen. Also das ist halt Geschmackssache, ob man das so haben will, so einen blauen Australien-Style. Ich dachte schon fast, dass Amerika ist, aber der fast die gleiche. Ja, was bietet er uns? Der bietet uns viele zusätzliche Sachen, was uns ein Standardfahrzeug von LS nicht bietet. Zwar haben wir eine zusätzliche Ruhleiste, die hier weiß ist, aber wir schauen mal, ob sie funktioniert. Ja, die Rundumleuchten funktioniert, die Ruhleuchte irgendwie nicht. Ah, okay. Dann mehr Power, also er ist ein bisschen stärker, hat mehr PS unter der Haube und so weiter. Auch nicht schlecht. Wir fangen mal oben an. Löschtaste, also Entferntaste ist. Rückfahrkamera, die funktioniert, ist eingebaut. Schaut gut aus. Wie die jetzt genau platziert ist, kann man leider nicht sagen. Aber scheint zu funktionieren. Dann haben wir Leertaste, Handbremse lösen. Sieht man auch rechts. Auch ein schöner Sound. Jetzt könnten wir ein bisschen fahren. Und wir sehen schon, ja. Ja, funktioniert. Fahrverhalten kann man gelten lassen. Passt. Wir haben Fronthydraulik an- und abbaubar mit Numpad 5. Zack, weg ist sie. Und da ist sie. Funktioniert. Und wir haben Lenkradsperre, also das bei mit der Numpad 9 wird auch recht oben angezeigt, dass er eingeknickt bleibt und ja, nicht wieder automatisch zurücklenkt. Finde ich eigentlich immer wieder gut bei so Knicklenker, weil manchmal stört das, wenn er immer automatisch zurücklenkt. Wobei die könnte meiner Meinung nach ein bisschen schneller sein. Aber so funktioniert das. So, lenken wir ein, drücke die Taste Numpad 9 und er lenkt automatisch gerade. Ja, was ist noch verbaut? Es ist Beleuchtungsclip verbaut. Blinker und so. Hm, ja, der Sound funktioniert, aber irgendwie angezeigt wird es nicht. Komischerweise. Gut. Soweit funktioniert alles. Was haben wir denn noch? Handbremse, Knicklenker, Boden. Füllstand. Also wenn ihr wenig Sprit denn habt, dann wird ihr gewarnt. Bekommt ein Warnsignal oder so. Schätze ich mal. Dynamischer Auspuffqualm. Merkt man, wenn man Gas gibt, ist mehr, dann wieder weniger. Ja, was haben wir noch alles? Reifenstaub, wenn wir auf den Feldern waren, haben wir. Wir haben Fronthydraulik, haben wir ja schon gesehen, die testen wir aber gleich mal. Hier nochmal im Shop, alles angegeben, Betriebskosten, Preis und so weiter. Ich will jetzt mal die Fronthydraulik testen, weil bin ich mal gespannt, ob das wirklich so funktioniert, wie es drin steht. So, angeschaltet ist sie. Mal gleich mal testen. Jetzt haben wir das blöde Fragezeichen darüber, braucht kein Mensch mehr. Da kann man kennt sich ja so halb schon aus, wo was sich befindet. So, hier zurück. So, mit der Taste Q können wir jetzt anhängen. Ich will aber was anderes testen. Was ist, wenn wir die Fronthydraulik abbauen mit 5? Okay, das war meine Frage, ob man dann trotzdem anhängen kann oder nicht. Also man muss wirklich eingeschaltet haben, um anzuhängen. Sehe da, es funktioniert. Man könnte jetzt mit V heben und senken. Auch das funktioniert. Wenn ich die Taste Nummer 5 drücke, geht nicht. Weil man zuerst den Gruber abhängen muss. Na doch, wenn ich auf richtig rede, kann ich abhängen und dann gehe Q, dann geht's. Aber jetzt kann ich nicht mehr anhängen. Okay, das funktioniert auch. Dann haben wir diesen Green Star drin, hier oben, der was hier weiß ist, das ist die Füllstandanzeige. Funktioniert leider auch nicht. Speedlimiter haben wir auch, ja. Also, die S-Limiter sozusagen, ja, Betriebsstundenzähler haben wir auch noch. Also hat er jede Menge, funktioniert soweit auch alles. Jetzt schauen wir in den Lok, weil das mit dem weißen, ja, Rundumleuchte da oben und Green Star, das gefällt mir nicht. Und ja, so wie ich es auch befürchtet habe, hat er einige Fehler, also er kann einige Texturen nicht laden, wie man sieht. Das müsste man noch beheben, sonst funktioniert er einwandfrei. Wie gesagt, er hat nur die Fehler mit den Texturen. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Mod. Er funktioniert. Ein paar kleine Fehler mit den Texturen, sonst ist es ein guter Mod.
Viel Spaß damit und ciao, Leute.